Um kurz nach 20 Uhr gestern Abend das Ergebnis der ersten Hochrechnung. Mit 58,2% gewinnt Emmanuel Macron die Stichwahl gegen seine Herausforderin Marine Le Pen und spricht dann später am Abend symbolträchtig vor seinen Anhängern vor dem Eiffelturm. An diesem 24. April 2022 hat die Mehrheit von Ihnen mir nochmal Ihr Vertrauen geschenkt, dass ich auch in den nächsten 5 Jahren Präsident sein werde. Auch Marine Le Pen zeigt sich kurz nach 20 Uhr auf ihrer Wahlparty vor ihren Fans. Sie feiert ein für sie historisch gutes Ergebnis in der Stichwahl. Es sei, sagt sie, auch ein Beweis für das große Misstrauen vieler Franzosen in die Regierenden in Frankreich und Europa. Die Franzosen zeigen heute, dass sie ein starkes Gegengewicht zu Emmanuel Macron wünschen. Viele Wählerinnen und Wähler waren weder für Macron noch für Le Pen, haben nur eine Richtung gewählt. Ich habe Marine Le Pen gewählt, bin enttäuscht von dem Ergebnis, auch wenn ich das erwartet habe, aber es ist vor allem der geringe Abstand, der mich am meisten erstaunt. Es ist der Anfang von etwas anderem. Er kann nicht noch mal 5 Jahre so weitermachen, das ist klar. Macron weiß, dass er viele Stimmen nur bekommen hat, weil die Wählerinnen und Wähler Le Pen verhindern wollten. Daher sagt er noch gestern Abend, er werde sich um die gesellschaftliche Zerrissenheit kümmern. Eine immense Aufgabe. Die Unzufriedenheit ist da. Frankreich ist tief gespalten zwischen den Gewinnern der Globalisierung, den gut situierten, den gut verdienenden Franzosen mit guten Diplomen, die man in den großen Städten wiederfindet, und den anderen Franzosen, die in den kleineren Städten leben, in den Vororten und vor allen Dingen auf dem Land. 5 Jahre hat Emmanuel Macron jetzt Zeit, seine Wahlversprechen einzulösen. Themen wie die Rentenreform und die Gesellschaft zu einen liegen vielen Französinnen und Franzosen besonders am Herzen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern Abend noch getwittert und Emmanuel Macron zum Wahlsieg gratuliert. Tobias Reckmann in Berlin, ist die Erleichterung in der Hauptstadt denn insgesamt groß, dass Macron sich durchsetzen konnte? Ja, total. Und zwar durch die Bank bei allen Parteien bis auf die AfD war das wirklich, die Erleichterung wirklich spürbar. Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat zum Beispiel geschrieben, ihm sei wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Den Kanzler hast du gerade schon angesprochen und auch Friedrich Merz, der Oppositionsführer, hat getwittert, dass das ein Sieg für Europa sei und dass man jetzt einen neuen Anlauf für die deutsch-französische Zusammenarbeit möglich und auch nötig machen könne. Und da hört man eben auch schon so ein bisschen raus, dass der Wahnsinn durchaus gehört wurde, denn das darf man ja nicht übersehen. 40%, mehr als 40% haben in Frankreich gestern für eine rechtsextreme Kandidatin gestimmt, also gegen Europa, auch gegen Deutschland. Und da ist jetzt eben allen in der Politik klar, da muss man umdenken und muss Angebote formulieren, eben auch für die, die sich abgehängt fühlen für Europa. Die AfD sieht das natürlich anders. Sie hat Marine Le Pen, so wie Sie sagen, dem großen Erfolg gratuliert. Macron hat die Bundesregierung ja auch immer mal wieder herausgefordert, hat zum Beispiel eigene Pläne vorgelegt, wie er sich die Zukunft der EU vorstellt. Wie geht's also mit dieser Zusammenarbeit weiter? Was steht da auf der deutsch-französischen Agenda? Also zunächst mal heißt es, dass die enge Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann. Also Deutschland und Frankreich stimmen sich ja in ganz vielen Politikbereichen fast täglich ab. Es gibt auch gemeinsame Verteidigungsprojekte, die jetzt weitergeführt werden können. Also diese Partnerschaft, die ist sozusagen jetzt für die kommenden Jahre gesichert. Aber es gibt natürlich auch noch die Frage, die im Raum steht, wer eigentlich nach Angela Merkel der neue große Anführer in Europa wird. Und da hat Emmanuel Macron gestern ganz erheblichen Rückenwind bekommen. Er ist jetzt frisch gewählt, er ist dienstälter als Olaf Scholz, er gilt als entscheidungsfreudiger, weniger zögerlich als Olaf Scholz. Also so sehr sich Olaf Scholz über dieses Ergebnis freuen muss, so sehr muss ihm auch klar sein, dass wenn er seine Zögerlichkeit nicht ablenkt, demnächst Macron es sein wird, der den Takt in Europa angibt. Und Scholz hat ja immer gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und wenn Olaf Scholz jetzt nicht aufpasst, dann wird der Satz in Zukunft lauten, wer bei Scholz Führung bestellt, wird sie von Emmanuel Macron bekommen. Vielen Dank, Tobias Reckmann, für diesen Berliner Blick auf die Wahl in Frankreich.